So, da ist mir der PC schon wieder abgestürzt. Ich hoffe, das wird sich jetzt nicht wiederholen in öfterer Zeit, weil... Flup. Flup. Ich ehrlich gesagt da keinen Bock drauf habe, dass ich mir alle 30 Sekunden Spiel abstürzt. Ich hoffe, das liegt nicht an dem neuen Mod, den ich installiert habe. Lass mich mal durch. Ach so, das war noch sowas. Kommt her, kommt her, kommt alle her, kommt alle her, kommt alle her, ja, ja, passt schon. Wow, Hundi, ganz ruhig, pass auf. Sind alles böse Menschen. Ja, 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 komm her. Flup, und weg mit dir. Was sind die neuen Zombies? Also wenn mir das Spiel nochmal abstürzen sollte, sage ich gleich im Vorne weg, dann deinstalliere ich den Mod sofort wieder. Weil da liegt 100% an dem Mod, wenn das nochmal passieren sollte. Ich sehe nämlich auch keine neuen Zombies, also irgendwas... Ich habe da schon gehört, dass es mehrere Leute gegeben hat, die das ziemlich buggy fanden. Jetzt mal, hört mal in Ruhe. Flup, 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 flup. Also bei mehreren Leuten war das ziemlich buggy, jeder hat ein anderes Problem gehabt. Ich habe gehofft, dass es nicht so ist. Oh, Hose. So, ja gut, dann halt nicht, ne? Wow, mach mal ruhig. Dann halt nicht, ich habe den Mod gerade deinstalliert. Wie ihr seht, die Dornen sind weg. Ja, schön, ne? Man installiert sich einen neuen Mod und was ist die Folge davon? Er funktioniert nicht und lässt den Minecraft abstürzen. Schön, das ist wieder mal typisch, dass ich wieder die besten Mods mehr aussuche. Ah, ich könnte manchmal aber echt. So. Und da noch ein bisschen was. Dann schletzen wir halt so weiter. Ja gut, die Zombies sind jetzt echt weniger geworden, aber... Könnt ihr denn mal aufhören, überall zu explodieren? Dankeschön. Willst du mich echt verarschen? So. Wow. Yay, los, bam, bam, yeah. Bist ein Superhund. So, der ist auch weg. Ich soll vielleicht was essen. Moment. Ja, dann essen wir mal Zombiefleisch, auch nicht schlimm. Ich esse eure Artkollegen und was haltet ihr da davon, ne? Ihr werdet alle sterben, heute und am Morgen. Das macht keinen Unterschied, denn sterben werdet ihr alle. Ich kann nicht singen, doch muss ich's öfters bringen. Ihr macht nur so das Leben Spaß. Drum gebe ich Vollgas. Schabups! Schabips! Was war das denn? Das war ein Zombie. Ein Pfeil. Das steht noch ein Pilz. Einer von den Pilzen, die wir gezüchtet haben. Stirb. Stirb. Mein Gott. Die sind aber auch aufdringlich heute wieder. Zombie. Noch ein Zombie. Stirb. 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 So, na Hundi, wie geht's dir? Dann halt nichts mit neuen Mods, ist mir jetzt auch Bucky, ehrlich gesagt. So, hier hole ich mir hier noch alle. Flup, 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 flup. Habe ich eigentlich Plünderung auf dem? Ne, habe ich nicht. Da muss man auch Plünderung draufpacken auf das... Wow. Schärfe 5 auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall Plünderung drauf. Boing, boing. Was ich auch cool finde im Mod wäre, erweitertes Level-System, dass man mehr Level sich drauf installieren kann. Für noch mehr, noch längere Reparaturzauber, das heißt, dass man, was weiß ich, dann ein Schwert auch mit Level 90 reparieren kann. Dass man einfach mehr die Wahl hat, ob man das Schwert behalten möchte oder nicht. Flups. Boing.
Wow! Oh! Ich hab meinen Hund getötet! Ich hab meinen Hund getötet! Nein! Erde! Erde! Willkommen auf Erden! Erden! Flup! So. Auch der ist weg und bam, der natürlich auch gleich. Was? Hier war irgendwo noch einer. Kurz was essen. Ja, ein Hund ist draufgegangen, da müssen wir nachher mal ein bisschen die anderen ein bisschen rumhunden lassen. Und dann passt das wieder. So, stopp. Stopp. So, Level her. So, da habe ich noch mal ganz kurz unterbrochen. Was ist denn das eigentlich? Sieht das die Alpha-Bäume? Sind aber keine. Okay, wir haben ein wenig Fleisch zum Essen. Aber merkt ihr, es stürzt auf einmal das Spiel nicht mehr ab. Ich werde gleich stürzt das Spiel ab. Nicht? Okay. So, jetzt muss ich natürlich gucken, was ich zuerst repariere von meinem ganzen Zeug hier. Damit mir das nicht flöten geht. Also, kann ich eigentlich schon stehen lassen. Weil es ist ja doch recht viel. Ich gehe mal zum Amboss. Zum Ambrosia, Ambosia. Der Amboss, das ist kein gewöhnlicher Boss, das ist der Amboss. Der Amboss. This is the magic Amboss. Was? Ja, lassen wir das. So, komm mal her, Kleiner. Ich habe natürlich keine Diamanten dabei. Das ist wunderschön. Man repariert man repariert Zeug am besten ohne Diamanten. So, zeig mal her, wie viel kostest du? Ach, scheiße. Bogen kostet 30 Level jetzt schon. Boah. Gar nicht übertrieben. Jo. Also wenn man sich wirklich durchweg nur so super Zeug leisten will, dann ist es wirklich mega penetrant. Was die Level angeht. Wenn man sich. Boah, unsere Diamanten schwinden aber auch langsamer. Da muss man auf jeden Fall. Gut, dass ich gerade eh vorhatte, einen Abstecher zu machen. Ja, ihr hört's richtig. Ich hatte vor, einen kleinen Abstecher zu machen. In die Ferne noch einmal. Mich zieht es heute in die Ferne. Obwohl ich weiß, dass wir noch viel machen wollten, aber ich möchte heute mal in die Ferne gehen. So, mal ganz kurz schauen. Level 19, Level 24, Level 28. Ja, Level 24 sollte reichen, okay. Tim. Was bist du? Du bist eine Hyperkeit-Effizienz. Okay, das ist nicht so wichtig. Und hier müssen wir den Helm auf jeden Fall als erstes reparieren. Schutz und Wasseraffinität, das heißt 20 Level würden da drauf gehen. Ich mache es bei 17 Level, so. Dann ist der wieder halbwegs okay. Jetzt haben wir noch 10 Level und das hier wurde wie viel kostet? Wie viel hat das gekostet? 24 Level. Huch. Gut, okay, dann müsste man natürlich nochmal 14 Level machen. Oh, ich hab jetzt echt Zombiefleisch gegessen, wenn ich sowas dabei habe. Wir werden das wohl nie erfahren. Ja, und ich würde einfach heute nochmal ganz gerne, auch wenn ich gerade sehe, dass die Diamanten alle sind und so, dann würde ich einfach ganz gerne mal losziehen und noch neue Biome entdecken. Wo renne ich denn hin? Ich frage mich gerade nur wirklich, ob das mit dem Schnupfen, den ich habe, so hinhaut. Das ist extrem penetrant. Du hast wirklich nur so einen kleinen Schnupfen, aber es ist einfach... Würde es einfach damit nicht aufnehmen, weil es einfach total scheiße klingt. So, alles wegpacken. Wegpacken. Nee, geht nicht, okay. Dann halt dahin. So, was haben wir denn noch? Wir haben Fleisch. Ich wollte Fleisch mitnehmen statt Möhren. Wir haben Fackeln wollte ich mitnehmen. Dann wollte ich
Flup den da machen, dann wollte ich Flup den da machen. Dann wollte ich Flup den da machen, dann wollte ich Flup den da machen. So, dann wollte ich mal ganz kurz den machen. Und dann müssen wir mal ganz kurz schauen, wo wir das jetzt hinbauen. Ich überlege mal, wo könnte man das hinbauen? So, ganz kurz nachschneiden. Wo könnte man das hinbauen? Wir müssen das natürlich irgendwo hinbauen, wo es auch was bringt. Da hier unten ja so unsere Kampffläche ist, wo wir gegen die Zombies kämpfen, wäre es vielleicht hier ganz intelligent, das hier hin zu basteln. Vielleicht lasse ich das hier auch so als Kampffläche, dass wir hier unten so eine Art kleine Arena basteln, wo wir gegen die Zombies kämpfen können und so. Und dann mache ich das einfach mal hierher, und zwar... So, hat auch gar nicht gelackt. Viele von euch wissen sicher schon, was ich vorhabe. So. Flupp. Und da haben wir schon mal eine kleine Pyramide und die tun wir jetzt natürlich auch unten vergrößern. Und ich hatte eigentlich vor, damit eine gewisse Vorteile gegen Zombies zu sichern und sowas, einfach auch wenn man nicht mit Diamantrüstung rumrennt, dass wir hier es einfach ein bisschen einfacher haben, auch was Abbauen betrifft und so, arbeiten halt hier an der Gegend, da haben wir einfach viel mehr Spaß dran, dann mach ich eine große Pyramide, einfach damit wir es mal gemacht haben. Ich weiß, es ist verdammte Rohstoffverschwendung an sich eigentlich, aber es macht einfach auch mega Fun, wenn man dann mal höher springen kann oder schneller rennen kann oder viel schneller abbauen kann. So mit eine 2 und Effizienz 5 abzubauen, das ist wirklich phänomenal. Da baust du Stein wie mit einer Schaufel ab. Das ist, als wie du mit einer Schaufel Erde abbaust. Das ist die Härte. Natürlich müssen wir dazu erst bei dem River besiegen. Müssen da vorher erstmal 3 River-Skelette besiegen. Es ist nicht leicht, das zu bekommen, aber wir werden es sicher schaffen. Moment, das wollte ich nicht wegbauen. Oh, hallo, geh weg. So, achso, du bist ja sowieso noch im Boden, noch eine Fläche tiefer. So, weg damit. Dann noch ein bisschen Eisen, das nehme ich natürlich mit, das brauchen wir. Ja, dazu wollte ich ihm, ich wollte diese Tour jetzt einmal nutzen, um natürlich neue Dinge kennenzulernen. Ich finde es halt sehr schade, dass ich den Backpack-Mod noch nicht habe. Und andererseits wollte ich die Tour jetzt halt nutzen, um, Diamanten neu zu sammeln jetzt, dann wollte ich nutzen, um neue Dinge kennen und noch Eisen zu kurz, also ziemlich viel eigentlich. Einfach nochmal so eine Komplett-Tour, ein bisschen länger wegbleiben und dann einfach mit gestärkten Mitteln, mit neuen Mitteln auch hierher zu kommen und dann einfach mit den neuen Mitteln, die wir gefunden haben, auch mal andere Dinge zu basteln. Weil es gibt ja jetzt auch Potsoul und was weiß ich nicht alles, ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Potsoul anfangen soll, da habe ich mich noch nicht informiert drüber über alles. Ich möchte mich ehrlich gesagt auch gar nicht über alles informieren, weil sonst geht ja der Spaß irgendwie verloren, wenn man alles schon weiß. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier machen. Wenn ich jetzt hier... Die Pyramide muss ja komplett ausgefüllt sein, das ist ja das Problem an der Sache. So. Okay, ein bisschen Eisen sollte ich vielleicht mitnehmen. Ja, an sich ist es soweit erstmal doch recht gut schon, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen was tun. Das hier muss alles ausgefüllt werden mit Eisen noch. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Stacks Eisen, da kommen wir nicht drum rum. Aber das sollten wir hinkriegen. So. Schön, dass man jetzt hochlaufen kann, so. Aber wenn ich mich verlaufen habe gerade. So. Hier wollte ich noch zubasteln. Den Baum lasse ich erstmal so stehen, wie er ist. Den braucht jetzt keiner. Dann habe ich aber noch eine andere Idee. Statt des Backpacks können wir ja auch einfach eine Endertruhe mitnehmen. Das ist ja auch möglich.
müssen halt dafür sorgen, dass die anderen in der Truhe leer sind. Das müssen wir auch irgendwann mal wegräumen hier. Das ist krass, was hier rumsteht mittlerweile wieder. So, das kommt weg. Glückeffizienz. Nur Glück, dann packe ich mal die da weg, damit wir nicht zu viel mit uns umtragen. Die beiden lasse ich da. Haltbarkeit, Behutsamkeit. Die Pfeile nehme ich mit, die Schere lasse ich hier. Sonst noch irgendwas Spannendes. Spannendes. Hier ist doch Unendlichkeit drauf, gell? Dann brauche ich auch nicht so viele Pfeile mitnehmen, dann kann ich auch nur 16 mitnehmen. Achso, mehr passt nicht. Okay, gut, dann nehmen wir mal 18 mit. 18, oh mein Gott, was ist das für eine Zahl? Wir können Fackeln haben wir dabei, das haben wir dabei. Ach, was haben wir denn noch so alles hier? Was ist das denn? Der Trank der Nachtsicht kann man mitnehmen, warum nicht? Kann man dann auch benutzen, unten in der Höhle. Das ist langer, ja, das ist, nee, ist ein kurzer. Ein kurzer. Ah. Da haben wir ein Enderauge, jetzt brauche ich nur noch Obsidian. Habe ich das hier? Oh, habe ich hier. Nee, ist Kohle. Mist. Ich wollte gerade sagen, wo habe ich die 64 Obsidian her? Aber hier habe ich 6 Obsidian. Reicht bloß nicht ganz, muss man noch einmal kurz los. Und dann geht's auch schon ab dafür mit einer Enderdruhe in der Hand. Mit einer Enderdruhe. Es lässt mir keine Ruhe. Wir haben sogar Behutsamkeit drauf, das heißt, wir können die Enderdruhe auch mit Behutsamkeit abbauen. Wunderbar. Sonst würde die Enderdruhe nämlich in seine 8.